Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem, ich nenne ihn mal Restaurationsvlog, denn morgen geht's für mich nach Berlin tatsächlich alleine. Das ist so meine erste Reise alleine seit langem, glaube ich. Bestimmt, das ist jetzt schon ein paar Mal dieses Jahr vorgekommen, aber bis jetzt, ich reise ja eigentlich immer mit irgendwem bei meiner Seite, zurzeit sehr, sehr oft mit Jamie, weil sich das einfach sehr gut anbietet und ich ihn auch sehr gerne um mich rum habe, wenn ich ehrlich bin. Alter, meine Haare sind so fett, wenn sie lockig sind. Ich kriege nicht meine Haarklammer richtig rein. Also, ich habe jetzt eine Woche lang meine Locken getragen. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf mich. Ich habe mich super wohl gefühlt und ich weiß langsam auch ein bisschen, wie ich sie so wieder refreshen kann. Also Abigail hat mir da zum Beispiel sehr geholfen mit ein paar Tipps und mit ein paar Produktempfehlungen. Ihr habt mir sehr geholfen mit ein paar Tipps und ein paar Produktempfehlungen, aber ich bin einfach ehrlich mit euch. Ich bin ehrlich mit euch. So zu 1000% gut fühle ich mich trotzdem noch nicht mit Locken. Und ich muss sagen, dass mich das Blonderwerden extrem weitergebracht hat in der Hinsicht, weil ich das irgendwie mehr fühle mit Blond als mit Rot. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Punkt. Und Jamie gibt mir auch ein extrem gutes Gefühl. Und ihr sowieso, ihr hypet das immer so hoch, wenn ich Locken trage. Und ja, ich kann auf jeden Fall mal meine Lockenroutine gerne demnächst wieder für euch abfilmen. Auch wenn ich das schon ein paar Mal auf TikToks gemacht habe. Ich benutze immer noch dieselben Produkte. Das Einzige, was neu dazugekommen ist, ist so ein bestimmtes Oil-Infused Water, was ich davor reinsprühe und wirklich meine Haare gefühlt komplett nass damit mache. Aber danach werden die irgendwie so schön so, ja, wieder hydriert, denn Locken brauchen sehr viel Feuchtigkeit. Okay, und jetzt denken sich alle so, halt doch einfach mal deine Schnauze und fangen den Vlog an. Ich, nehme euch heute mit beim Restaurieren. Ich mache das jetzt schon mal ganz bisschen jetzt. Ich werde mich heute selbst bräunen, ich werde heute meine Haare waschen, ich werde heute meine Haare wieder mal glätten. Ein bisschen mehr als eine Woche war ich jetzt, glaube ich, mit Locken. Ich werde aber davor auch Olaplex reinmachen. Einfach so ein, ja, dass ich mich morgen einfach komplett frisch fühle. Ich werde eine Maske auftragen. Vielleicht soll ich die Maske jetzt schon auftragen vor dem Tannen. Ich muss das immer so ein bisschen gut kalkulieren. Ja, dann werde ich euch zum Packen mitnehmen. Nachher hat Jamie noch einen Augenarzttermin, da werde ich kurz in die Stadt gehen, weil, ja, ich glaube, ich gehe da mit. Vielleicht bleibe ich auch hier, ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt meine Augenbrauen einfach jetzt spontan und mache dann eine Gesichtsmaske drauf. Da mache ich mir Frühstück, denke ich, mit Schubi. Perfekt, perfekter Plan. So, ich benutze hier immer das von Zeiss in Asch, in Dunkelblond. Da müsst ihr auch eigentlich keine Angst haben. Ich lasse das manchmal übertrieben lang einwirken. Ich behalte hier immer alle Pöttchen und so davon. Ich muss mir ganz kurz nochmal die Bedienungsanleitung durchlesen, weil das hat sich irgendwie geändert. Also habe ich das Gefühl, wie man das machen soll. Also, man soll das 5 bis 10 Minuten drauf haben. 2, was sind denn hier drauf? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mir hat auf TikTok letztens einer geschrieben und ich muss echt immer so ein bisschen gucken, dass ich es nicht zu nah an mich ranlasse oder beziehungsweise mich nicht so krass dazu äußere, weil mich die Dummheit mancher Menschen so hardcore aufregt, ne? Und ich habe das Gefühl, TikTok hat da wirklich viel zu beigetragen, dass Leute noch viel, ach, keine Ahnung, dümmere Sachen von sich geben. Ich habe auf Instagram und auf YouTube war das nicht so. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat mir einer geschrieben bei so einem Before-and-After-Video, wieso ich immer so ungepflegt aussehe oder so oft so ungepflegt aussehe. Und ich denke mir so, Bro, also ich bin wirklich alles andere als ein ungepflegter Mensch. Vielleicht bin ich ein bisschen unordentlich, aber mir ist so Hygiene und so übertrieben wichtig. Ich kümmere mich so viel um mich selber und keine Ahnung, wenn das irgendwie mein Look ist, da hat auch einer drunter geschrieben, nur weil sie frizzy Haare hat oder was. Ich finde das irgendwie so geisteskrank respektlos. Und ja, keine Ahnung, mein Appell ist einfach, hört auf solche Scheiße zu kommentieren, hört auf Leute zu verletzen mit euren anonymen Accounts und vor allen Dingen lasst euch sowas bitte... Also lest euch bitte sowas nicht durch und überzieht es dann auf euch oder so, weil ich weiß ganz genau, dass man Hate an andere Leute manchmal auch auf sich selber bezieht. Zum Beispiel, wenn sich Leute mit mir identifizieren können und irgendwie denken, wir sind uns irgendwie ähnlich oder so, was manchmal der Grund ist, warum Leute sich halt gegenseitig folgen. Keine Ahnung, dann bezieht man sie auch auf sich selber und bitte tut das einfach nicht. Ich versuche es auch nicht an mich ranzulassen, aber ich bin einfach kein geborenes Clean Girl anscheinend und wisst ihr was? Das muss man auch gar nicht sein. Scheiß doch einfach drauf. Also, ach, keine Ahnung. Ich bin das einfach nicht. Bei mir liegt dann halt mal irgendwie ein Wäscheberg im Hintergrund. Und bei mir, keine Ahnung, dann habe ich halt gerade Pickelporen und frizzy Haare. Wen juckt's? Seid doch froh, dass ich mich so zeige und die Realität zeige. Und nicht einfach so wie,
keine Ahnung, ich will gar nicht sagen, dass alle so Clean Girl Leute fake sind, denn ich weiß ganz genau, auch noch aus der Schulzeit und so, manche Mädchen sind einfach so und die haben einfach verdammt nochmal Glück. Aber irgendwie Leute schlecht zu machen, die irgendwie keine geborenen Clean Girls sind, Bro. Versteht mich nicht falsch, ich finde diesen Trend auch sehr, inspirierend und auch irgendwie ästhetisch und satisfying anzuschauen und so. Wenn Leute so frisch gewaschen sind und aus der Dusche kommen und sich clean fühlen und dann ist der Glow im Gesicht und so, das ist natürlich super, super toll anzusehen, aber das ist halt einfach nicht immer die Realität. Ich habe auch manchmal so Tage, da fühle ich mich so und denke mir so, wow, jetzt bin ich clean, aber das ist halt nicht die Realität. Ich wache nicht jeden Tag so auf und fühle mich wie frisch aus dem Ei gepellt. Und ich glaube, das ist einfach bei niemandem so. Bitte, bitte, bitte macht euch im Alltag einfach nicht diesen Druck. Es ist absolut normal, das auch mal nicht zu sein. Das wollte ich nur sagen. Und ich melde mich, wenn meine Augenbrauen gefärbt sind. So sieht das Ganze dann nach einer Zeit aus. Ich muss gleich die Farbe abnehmen. Das sind jetzt ungefähr 5 Minuten gewesen. Aber es ist richtig schön, weil so ein ganz minimal wird die Haut ein bisschen mit eingefärbt. Also deswegen mag ich mir das immer gerne so frisch vor solchen Reisen zu machen. Weil, ja, dann kannst du so ein bisschen deine Form auch so ein bisschen mehr, meine Augenbrauen sehen so unterschiedlich aus, beeinflussen. Aber das färbt halt einfach so wirklich die Haare ein. Vor allem, weil dieses Bürstchen da dabei war. Ich lieb's. Hätte sehr gerne eine Kooperation, ne? Just saying, bin Kunde seit 2000, seit das eigentlich draußen ist, das Produkt. There the final result is. Wie cool sieht's aus. Man fühlt sich damit wirklich immer direkt besser. Und jetzt gehe ich Gassi. Oh. Schnurrbärt, McSchnauz. Schnauzbärt. Komm, komm, komm. Komm, Pipi, komm. Yeah, Pipi-Kack. Look, Pipi-Kack. Feiner. Oh, schwer Bauch, da muss aber jemand kacken. So, das ist jetzt das Porridge, was ich gemacht habe. Mit, bei mir mit Hafermilch und Schokomilch und bei Jamie mit normaler Milch und Schokomilch. Mit so Tiefkühl-Erdbeeren, die ich aufgetaut habe. Banane, Schokodrops, ein bisschen zuckerfreier Karamellsirup und Zimt. Yeah. So, Freunde, wundert euch nicht über meine tolle Frisur und über meinen Look, aber ich glaube, man sieht gerade gar nicht eigentlich, auf was ich hinaus will. Und zwar habe ich mich gerade geselbstbräunt und ich habe auch ein bisschen versucht, mir mit Selbstbräuner Contouring ins Gesicht zu machen. Das ist jetzt so ein One-Hour-Express-Tan. Gesundheit, Jamie hat gerade genießt. We Will See, den mag ich eigentlich richtig gerne, der ist von Bondi Sands. Der ist jetzt schon ein bisschen älter und ich habe mich nicht komplett frisch gepeelt. Mein Peeling war vorgestern. Ich hoffe, das reicht jetzt noch. Naja, egal, wir werden sehen. Einfach, damit ich mich ein bisschen fresher fühle. Es muss nicht perfekt sein. Auf Fotos sieht man das eh nicht so wirklich. Es sind ja keine Porträtaufnahmen, sondern nur so Ganzkörper-Fashion-Shoots fürs Shooting. Ich muss noch packen, ich muss noch alles machen, aber das mache ich nachher. Wir haben jetzt gerade ein paar Lebensmittel besorgt und kochen gleich diese typische TikTok-Pasta. Aber ich wollte euch noch zeigen, was ich gerade in der Stadt geholt habe. Bei Jamie lief übrigens alles gut beim Augenarzt. Ich bin hingefahren, bin dann in der Stadt geblieben und habe einfach ein bisschen geshoppt. Er hat mich dann abgeholt. So. Ich war bei Zara und habe mir eine Hose geholt. Tatsächlich in Größe 40. Ich weiß nicht. Die sitzt jetzt so ein bisschen lockerer, aber mit Gürtel und so wird das, glaube ich, super sein. Und ich mag es, weil die ist so grau mit so einer Metallic-Beschichtung. Mir sind viele von meinen Hosen zu klein geworden und ich bin immer übertrieben der Mensch, auch so auf Events oder generell, auch wenn ich irgendwie essen gehen will oder so. Ich will irgendwas Schickeres anziehen mit was Basic kombinierten. Also sei es irgendwie schöne Schuhe zu einer Jeans oder, keine Ahnung, eine krasse Jacke zu einem Basic Outfit oder eben auch so eine krasse Hose und dann dazu einfach ein schwarzes Oberteil. Ich glaube, das wird so ein comfy Look. Und ich bin wirklich sehr, sehr happy über diese Hose. Sitzt sehr, sehr gut. Oben so ein Ticken zu locker hier so an der Taille, aber sonst beim Booty und so nice. Ja, und ich bin gespannt, wie oft ich die rocken werde. Ich finde diese Beschichtung mega cool. Die hat jetzt 50 Euro gekostet. Aber war sehr, sehr, sehr bequem. Und ich war wirklich so lange nicht mehr shoppen, Leute. Und ich bestelle auch kaum noch Klamotten online, weil mich dieses dauernde Retournieren und so irgendwie so nervt. Ja, außerdem ist es eh gut, nicht zu viele neue Klamotten zu kaufen. Ne? Außer natürlich Unfollowed. So, was habe ich noch geholt? Ich habe Angst jetzt hier mit meinem Selbstbräuner hin. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, denn ich habe einen sehr teuren Blazer geholt, Leute. 79 Euro bei H&M. Ich finde den so wunderschön. Und ich habe gerade wirklich extrem Angst, ihn anzufassen und ihn irgendwie mit mir in Verbindung zu bringen, aber der ist so tailliert. Ich werde euch die in der Infobox verlinken. Ich habe so Angst, der war so teuer. Und weiß, das. Ich habe dazu auch die Hose anprobiert, aber ich fand, die saß bei mir irgendwie nicht gut. Außerdem war mir der Stoff für eine Hose irgendwie zu schwer. Der ist sehr, sehr warm und sehr, sehr dick.
Diese Taillierung ist aber mega cool. Ich kann euch hier nochmal ein getragenes Bild, nicht tragendes Bild aus dem Online-Shop einblenden oder so, weil ich gerade Angst habe, es zu zeigen. Aber der sah so schön aus. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach sowas. Und keine Ahnung, sowas findet man immer nur so bei Naked oder so. Und Naked ist auch teuer. Und ich dachte mir dann, da bevor ich da jetzt wieder bestelle und sowas, wo ich ihn mir auch nehmen. Dann noch was Weißes, was ich jetzt ganz schnell einfach nur zeigen werde. Das hat 20 Euro gekostet. Finde ich super gut für so einen Strickpullover. Der ist so off-shoulder. Den gab es leider nur noch in L und XL. Ich habe jetzt L genommen, habe es anprobiert. Sah es eigentlich gut. Ich glaube, ein bisschen enger hätte es mir einen Ticken besser gefallen, so um die Taille rum. Aber ich stecke sowas eben in die Hose und so. Ich glaube, das erfüllt seinen Zweck. Und es war richtig cozy und schön. Und kann man auf jeden Fall mal machen. Ich liebe weiße Strickteile. Generell hatte ich viel zu wenig weiße Oberteile. Also ich habe viel zu wenig weiße Oberteile, weil ich wegen Achselschweiß und so Probleme immer gucken muss. Ich bin noch nicht eine der Influencerinnen, die sich Botox in die Achseln getan hat. Ich habe Angst davor und irgendwie... So, wenn ich drum rumkomme, why should I? Was ist das? Ah, ich habe in meiner Story gesagt, dass mein schwarzer Blazer kaputt gegangen ist. Und ich bin wirklich sehr, sehr mad. Der war von Arket. Und ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber der ist in der Wäsche so gekrinkelt. Und der Stoff war so komisch und der war so teuer. Also 140 Euro und... Also das darf eigentlich nicht passieren. Ich habe den genau gewaschen, wie nach der Anleitung und so und... Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt einen neuen geholt hier für 44,99. Einfach in L, so ein Basic, Oversized, schwarzen Blazer. Der saß übertrieben gut, auch von H&M. Ich wollte, wenn ich jetzt in Berlin bin, da gibt es nämlich eine Skims-Eröffnung, habe ich gesehen, im KDW. Und es gibt im KDW auch Frankie Shop. Und alle haben ja diese, die sind wirklich crazy expensive, aber wenn es die Investition sich lohnt, wollte ich auch mal vorbeischauen nach einem Blazer gucken, Frankie Shop. Habt ihr bestimmt schon tausendmal gehört. Aber ich bin ehrlich gesagt viel zu geizig dafür. Ich werde auf jeden Fall diesen Blazer mitnehmen nach Berlin, um dann einfach das mal zu vergleichen. Und um zu gucken, weil ich mochte jetzt, wie der sitzt, ob der andere wirklich so macht, so bei mir so boom, wow, den muss ich haben. Oder ob der einfach reicht. Genau. Und dann zu guter alter Letzt habe ich mir noch eine Anzughose geholt, weil mir meine einfach ein bisschen zu eng geworden ist von Naked, auch von H&M. In dem gleichen Stoff wie der Blazer. Ich glaube, das war so ein Set, die hat 30 Euro gekostet, und also 30,99 und ja, fand ich super, weil die auch nicht so komplett gerade geschnitten ist. Die ist oben so ein bisschen enger und läuft unten so ein bisschen aus. Sieht einfach super, super hübsch aus. Und ja, ich kann euch die Sachen mal in der Infobox verlinken. Und das war's auch schon mit meinem kleinen Haul. Yeah. Ich bin gespannt, wie der Selbstbrenner gleich wird. Und werde jetzt kochen und ein bisschen packen. So, Freunde. Ich muss hier kurz was snacken. Aber ich mache jetzt Essen. In der Auflaufform. Ihr könnt raten, was es ist. Olaplex wirkt ein. Ratet jetzt in den Kommentaren, was es ist. Okay, ich sag's euch jetzt. Wehe, ihr habt jetzt nicht in den Kommentaren geraten. TikTok-Feta-Pasta. Jamie will jetzt immer noch Hackfleisch haben. Ich esse das auf jeden Fall ohne. Deswegen kann sich Jamie sein Hackfleisch auch hier selber gleich anbraten. Das ist eigentlich so ein krass einfaches Rezept. Einfach Feta. Ich glaube, ihr habt es bei mir auf dem Kanal bestimmt auch schon 100 Mal gesehen. Aber für alle, die es noch nie gesehen haben, hey. Feta, Tomaten rein, Olivenöl, würzen, rein in den Ofen. Schneidet jetzt die Tomaten und dann zeige ich euch das. So. Das ist es. Ich gucke dabei gerade One Piece. Sehr. So, Freunde, Jamie hat gerade Kochen übernommen. Ich habe alles im Ofen jetzt gerade so. Aber während das im Ofen war, habe ich jetzt Haare gewaschen. Mein Selbstbrenner ist irgendwie, also es hat wirklich einfach irgendwie gar nicht funktioniert. Vielleicht mache ich gleich nochmal neu drauf oder ich scheiße einfach drauf. Vielleicht ist es wegen vom Schicksal. Ja, aber Haarko und so habe ich immerhin durchgezogen. Ich werde jetzt gleich noch meine Haare. Genau. Yeah, that's the final result. Wow! Teamwork. Wow! Jamie hat immer wirklich so eine XXL-Prozess. Warum ist der immer so unfassbar cringe? Hat das jemand gesagt? Ja. Hat auf, so eine Scheiße zu kommentieren. Ich meine es ernst. Weil ich cringe bin. Einfach nur cringe. Komm, ich mir jetzt auch extra cringe. Guten Appetit. Allianz, ich erwerfe gerade meine Haare. Weil Allah wird sie mir Allah wird mir die Haare richtig stylen. Jetzt mache ich sie einfach nur so ein bisschen glatt, dass ich mich einfach irgendwie confident fühle auf dem Weg mit dem Zopf oder so. Aber ihr seht, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn ich mir jetzt richtig Mühe geben würde, würden die, glaube ich, noch glatter werden. Aber wir machen jetzt mal auf die Schnelle. So, ihr seht auch, dass mein Self-Tan sehr viel gebracht hat.
Egal, ich mache es jetzt nicht nochmal neu. Ich habe helle Haut und ist halt einfach so. Es ist echt ein bisschen schade, weil ich Zeit damit verschwendet habe. Aber ich glaube, ein Ticken hat es geklappt. Keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade vor dem Föhn übrigens noch hier dieses Dreamcoat drauf gesprüht, aber auch nur ein bisschen. Also ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass es relativ glatt war. Aber wie gesagt, hätte ich das jetzt gut abgeteilt und intensiver glatt geföhnt, da kriegt man das noch viel, 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 viel glatter. Aber es lohnt sich jetzt einfach nicht, meine Haare zu krass zu strapazieren, wenn Allah eh meine Haare macht. Ich mache dann einfach morgen, glaube ich, so einen Zopf oder so. Und so fühle ich mich dann einfach auch confident. Ich fühle mich in letzter Zeit hier zu Hause und so auch schon confident mit Locken. Das ist auf jeden Fall ein Achievement. Aber so auf Reisen und so will ich einfach auf Nummer sicher gehen. Und ich will meine Haare auch gerade noch nicht glätten, weil ich sie dann sonst so oft mit Hitze behandle jetzt davor. Und ich weiß, ich werde wieder 100 Kilo Haarspray und so in den Haaren haben und sowas. Und danach sie eh wieder waschen und glätten müssen. Ja, das ist jetzt gerade einfach so der Weg. Oh Mann, ich weiß echt nicht, ob ich mich hätte tannen sollen, ob ich mich dann wohler fühlen würde. Aber nein, ich habe es versucht und es hat nicht geklappt. Also sollte es nicht sein. So. Und ich finde, so sieht man auch so ein bisschen, mein Hals ist schon so eine Nuance dunkler als mein Gesicht. Und das geht ja easy anzupassen. Wir waren gerade auch nochmal mit Chubby Pipi Kaka draußen. Der chillt jetzt. JB nimmt den mit nach Herford. Und dann treffe ich die beiden dann wieder. Das ist echt sehr süß. Ich wollte euch noch zeigen, wie wenig ich bis jetzt eingepackt habe. Fantastisch, oder? Das ist mein Handgepäckskoffer. Und ich habe einfach mein Pyjama dabei. So ein Drunterziehkleid. Das kann ich euch nur empfehlen. Das ist jetzt kein richtiges Shapewear, sondern einfach wirklich so ein Drunterziehkleid. Ich weiß, dass ich da viel mit Kleidern shooten werde und so. Ich fühle mich dann einfach immer ein bisschen mehr confident und man kann dann erst recht nichts durchsehen. Dann habe ich einfach einmal einen kurzen Rock mitgenommen. Ich konnte gerade das Wetter nicht so gut einschätzen. Ein schwarzes Crop-T-Shirt. So eine, hier diese Sassy Classy Leinenhose. Unterhosen. So eine Seamless-Unterhosen. Die sich alle verwaschen haben. Die waren eigentlich mal hautfarben, also so wie meine Hautfarbe. Socken, ja, das war es auch schon. Dann habe ich hier gerade mein Reisestuff hingepackt. Das ist einmal den Iron Blazer, den ich mir neu geholt habe. Ein weißes Crop Top. Zur Not noch so ein langärmeliges Drunterziehtop. Das tue ich mal direkt jetzt schon in meine Tasche. Nippelsticker und ja, meine Unterhose und eine Schlaghose. Denn, Freunde, ich treffe mich morgen direkt danach mit meiner Schwester, also direkt nachdem ich angekommen bin. Und wir gehen ins KDW, weil, wie gesagt, Skims gelauncht hat. Und ich bin so excited und da will ich einfach direkt los können und ja, mich nicht noch groß umziehen müssen. Das hier tue ich jetzt in meine Tasche. Das hier ist meine Reisetasche, die ich schon gepackt habe. Hier ist mein Laptop drin mit Ladegerät und so, meine AirPods Max. Dann einmal hier so Tomaten, die von heute vom Essen übrig geblieben sind. Eine Wasserflasche kommt mit, dann mein Oberteil, eine Sonnenbrille, Ladekabel und sowas. Genau, und das werden meine Schuhe. Ich habe mir so coole neue Schuhe bestellt. Die sollten morgen oder übermorgen ankommen. Dann bin ich jetzt leider nicht mehr da. Vielleicht kommen die auch noch morgen an, bevor ich losgehe. Dann werde ich auf jeden Fall die anziehen, wenn die passen. Die zeige ich euch dann aber. Also seid auf jeden Fall gespannt. Wo ist mein Handy denn jetzt? Autodrift-Fails. Und eure Freunde auch so. Er sitzt hier einfach und guckt sich so Fails an von Autos. Wow. Aber ich sag ehrlich, ich habe mal mit Celina auch sowas angeguckt. So. Ich habe mir mit Celina auch mal so richtig viele Dashcam-Videos angeguckt. Also, ich fühle es so ein bisschen. Cool, danke fürs Gespräch. Sorry. Die Autosachen waren so wichtig und cool gerade, ne? Ja, oh, hier sind Leute umgerempelt. Findest du auch gerade, dass mein Gesicht blasser ist als das hier? Nein, das ist dein Hals viel blasser als dein Gesicht. Aber nicht viel, aber... Das will ich auch nicht hören. Auch nicht besser. Nein, aber alles blasser. Ich bin überhaupt nicht braun, deswegen gucke ich mich die ganze Zeit an. Natürlich. Also ich weiß nicht, was ich von diesem 1-Stunden-Express... Ich habe mir diesen 1-Stunden-Express-Tanner so oft schon benutzt, aber ich benutze den immer über Nacht. Also es ist eigentlich total unnötig. Heute habe ich ihn halt wirklich sogar, glaube ich, ein bisschen mehr als eine Stunde benutzt. Dann echt, vor allem hier ist heller als da. Oh yeah, mein Hals ist heller. Ja. Ach, ich sehe schon gut aus, das Salz. Was struggle ich eigentlich so rum? Ich sehe halt immer bei anderen Leuten, wenn die irgendwelche Shootings haben oder so, dann sehe ich immer, dass die so sagen, oh, und jetzt restauriere ich mich nochmal und gehe zum Spray-Tan und mache meine Nägel und meine Wimpern und ich mache das alles nicht. Und dann denke ich, ich kann mich ja wenigstens mal dafür bräuen. Ein bisschen Effort. Yeah. Er hört mir gar nicht zu. Egal, ich erzähl's euch, ja. Ich will nicht in einem Blog stören. Du störst nicht. Hast du jetzt Angst wegen diesen doofen Leuten, die sowas schreiben? Die was fragen? Cringe? Nur juckt mir einen Scheiß.
Alle, die irgendwie Hate-Kommentare oder Cringe-Kommentare schreiben, sind cringe. Es ist nur eine Person bisher. Es war eine Person, ja. Es ist wirklich so, es ist so krass, wie man sich mal auf sowas konzentriert, aber sowas regt mich dann auf. Okay, also, ich habe noch so eine Packliste gerade geschrieben. Ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt. Einfach für morgen. Also ich muss morgen nämlich natürlich noch meine Kontaktlinsen einpacken, Brille. Das sind so Sachen, die ich eigentlich niemals vergesse, aber... Ibus. Oh, Ibus. Soll ich dich dran erinnern? Da ist noch eine halbe... Ja, Ibus, du hast recht, das schreibe ich mir jetzt auch auf, weil das aber packe ich direkt ein. Und ich muss auch noch meinen Koffer gleich kurz abputzen, weil der irgendwie ekelhaft ist. Das mache ich morgen früh, schreibe ich mir auch hier drauf. Glätteisen nehme ich nicht mit, wen juckt's? Schmuck, Handystativ, ah nein, anstatt Handystativ, Vlogkamera muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Weil ich mache natürlich auch noch weitere Vlog, ne, das ist ja hier selbstverständlich. Zahnpasta, Zahnbürste, Haarbürste, Periodenunterwäsche für alle Fälle. Tada! Hast du gefurzt gerade? Nein, okay, Leute, ich gehe schlummern. Wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder, wenn ich euch zeige, wie ich in Berlin shoppen gehe. Es sei denn, die Schuhe kommen noch an, das habe ich euch versprochen, dann kommt das hier noch in diesen Vlog rein. Lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir für weitere Vlogs und vor allem folgt auf jeden Fall an Followed. Da werden jetzt ganz viele Sneak Peeks kommen und ihr könnt auch meinen Broadcast-Channel joinen, diesen kostenlosen Loopsco-Channel, weil da habe ich schon die komplette Kollektionsübersicht gespoilert. Habt ihr euch schon da reingeschickt, die Drawings sozusagen von unserer Designerin. Yeah. Tschüss!